Willkommen zurück zu Donkey Kong 64, Folge 66 und wir hocken hier immer noch mitten im Minispiel. Diesmal schaffen wir es aber. Den neuen Versuch nehmen wir natürlich und man muss hier die Feen durchbringen. Alex erklärt kurz das Spiel, während ich einfach anfange. Ja, also man trifft die Klapp-Klapps mit den Melonen und dann halten sie kurz die Fresse und das war sehr knapp. Genau, dann schlafen die oder sind satt oder was auch immer, wie man das nennen möchte. Du hättest nachladen können. Oh ja. Und man darf nicht zu früh schießen, aber auch nicht zu spät. Du musst noch unten rechts jetzt einmal. Sau gut, und jetzt oben schon mal wieder. Ja, das Schwierigste, zumindest finde ich, was am schwierigsten ist, ist den Moment abzupassen, dass man die Melone rechtzeitig schießt, dass das Vieh sofort die Melone abkriegt, wenn es den Mund wieder aufhält. Alter, das Nachladen klappt auch nur, wenn man nicht gerade zielt, ne? Das Nachladen, du musst einfach auf die Melone in der Mitte zielen und A drücken. Tatsache. Den Nachladen habe ich nicht drauf, ich sag's dir. Es liegt alles nur daran. Okay, also für Timo ist das Schwierigste das mit dem Nachladen und für mich ist das Schwierigste das Timing abzupassen, wann der jetzt fertig ist mit Aufwachen und wann man die nächste Melone quasi schießen kann. Timo Zockliebling hat gerade eben die Runde gemacht. Ja, außer ich kann mal versuchen darauf zu achten, ob das Pattern immer das gleiche bleibt von den Feen. Jetzt schon mal nachladen. Einfach weil du gerade Zeit hast. Hier, da jetzt diese Millisekunde, in der die Melone noch nicht da war und man schon hätte schießen können und weiß ich nicht. Das Timing. Vielleicht unten. Zu spät? Nee, doch nicht. Sehr schön. Ja, wunderbar. Links unten. Ah, knapp zu spät. Ja, oh, schade. Schade. Soll ich noch einmal machen und dann bist du wieder? Ja. Wir wollen natürlich diese goldene Banane haben, die sich hinter diesem Minispiel verbirgt. Wir lassen auch nicht locker. Ist doch klar. Ja, wir sind jetzt gerade auch ein bisschen heiß drauf, das noch zu schaffen. Wir wollen das nicht mal eben so leichtfertig abbrechen, weil das Fass ja auch schwierig zu erreichen war, in dem wir gerade drinnen stecken. Genau. Die brauchen auch unterschiedlich lange, um wieder aufzuwachen, ne? Jawohl! Sauber. Ah, schade, das war zu spät. Kommen die eigentlich immer abwechselnd oben und unten? Ja, ne? Ja. Okay, unten kannst du schon mal wieder. Sehr gut. Ja, guck mal schon mal oben. Wo wurde die denn jetzt gefressen? Na gut. Ja, du hast zu früh geschossen. Der war gerade am Aufwachen. Und wenn man ihn dann trifft, da ist er noch unverwundbar. Hm, willst du nochmal? Ja. Alex macht auch das jetzt. Oh. Oh Gott. Welcome to Bonus Stage. Wir sind wieder in einer neuen Aufnahmesession. Ich weiß nicht, wie es geht. Laber nicht. Ja, falls Alex irgendwann mal sagen sollte, dass er in einer neuen Aufnahmesession ist, ist natürlich alles gelogen. Wir spielen dieses Spiel auch übrigens komplett durch. Ohne Pause. Ist doch klar. Wie echte Let's Player. Immer das machen. Einfach nicht auf, du Mistvieh. Ich erzähle einfach mal Blödsinn, während Alex hier weiter versucht, die Krokodile abzuballern. Ja. Nein! Nein! Okay, egal, die wurde gefressen. Hilft nichts. Du bist ganz gut dabei, glaube ich. Mach mal so weiter. Oha. Komm schon. Oh, nee, du. Das waren 2 Sekunden. War das die letzte? Ja. Nein. 2 Sekunden. Ich glaube, es wurde nur eine gefressen. Das heißt, keine darf gefressen werden. Oh, hätten die einem nicht noch die Sekunden geben können. Okay. Der Trick ist, wenn sie gerade am Aufwachen sind, einfach mehrere Melonen abzuschießen, damit man sicher ist, dass man sie erwischt.
Ja, okay, merke ich mir mal, falls ich auch nochmal dran komme. Kommt hoffentlich nicht mehr vor. Man kann auch, wenn sie noch wach sind, schon mal mehrere Melonen schießen, ist gar kein Problem. Nein! Sie ist durchgekommen. Du bist ruhig. Nein, 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 nein. Nein, warum hat er nicht getroffen? Das kann doch nicht sein! Mann! Ja, Timo ist gerade weg, irgendwie. Der hält das nicht aus. Ah, Mann, weil die eine Melone nicht getroffen hat und ich das nicht gesehen habe. So, wer will als nächstes aufs Maul, hm? Du. Kriegst du. Du auch. Nein! Schnell! Okay. Ist das die letzte? Ja! Timo ist wiedergekommen. Damn! Hast du mal verraten, dass ich kurz weg war? Ja klar. Jetzt musst du doch erklären, warum gerade niemand was hat. Oh Gott. Wo ist die Banane? Ach so, da. Ah, sehr gut. Ist ja auch direkt eingesammelt. Du wolltest doch hier. Mach du mal mit die weiter. Ich dachte, ich flieg ja mal rüber. Ja, mach das mal. Viel Spaß. Das einzig hohe, was hier sonst noch ist, dachte ich, ist dieser fette Krokodilskopf hier. Kann man ja einfach mal vorbeischauen. Vielleicht ist da ja wirklich noch was. Vielleicht ist da aber auch Jetpack verboten. Ja, wahrscheinlich ist da Jetpack. Zum Glück können wir ja schwimmen. Platsch! Ja, schade. Na gut. Ja, war ein cooles Minispiel. Jo. Und natürlich wieder... Man musste perfekt spielen, damit man es schafft. Man konnte keine einzige Fee auslassen. Ist ja klar, ne? War wieder nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwierig. Der rote war es, ne? Oder der lila, ne? Ich glaube, der lila, ne? Nicht der rote? Nee, der lila. Nee, der rote. Ja, der rote führt ja dabei in den Karuls hoch, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Wir wollten eigentlich... Was wollen wir jetzt eigentlich machen? Ins nächste Level wollten wir. Wir wollten ins nächste Level rein. Für das nächste Level brauchen wir 50 Bananen, haben wir schon gesehen. Haben wir auch schon eingelöst. Haben wir auch schon eingelöst. Und als erstes holen wir uns natürlich wieder die Tipps ab, die wir, sobald wir das Level betreten werden, vergessen haben. Genau, so ist das gedacht. Ich gucke hier nochmal mich um. Ah ja, was die Kisten, kann man die kaputt machen? Mit so einer Special Attack oder so? Unser Repertoire ist ja jetzt ein bisschen größer an Dingen, die wir können. Wir zeigen einmal den Special Move, den wir haben. Wow. Den haben wir ja von dieser coolen Bananenfee bekommen. Genau. Sonstige Special Moves sind das hier. Ich glaube, da geht nichts, Alex. Okay, Alex. Und die Wand hier links? Links? Du meinst hier so? Ja, oder... Was ist das denn? Ach, Mehl. Ich habe gerade Flor gelesen. Ja, hier muss auch was gehen, ne? Ja, ramm mal mit dem Kopf dagegen. Oder mit dieser Special Attack. Noch einmal kurz die Special Attack. Da passiert nichts. Dann haben wir noch den Ram mit dem Kopf dagegen Move. Es hat keine Wirkung. In welchem Spiel war das nochmal gleich? Nee, es war zumindest Pokémon Snap, nee, Pokémon Stadium nachgeahmt. Oh ja, okay. Ich glaube, ich wechsle mal zu Donkey Kong, weil wir jetzt mal... Nee, mach mal erstmal Chunky, um den Tipp abzu... Oder, ach nee, Donkey Kong ist okay, man kann ja mit jedem die Tipps abholen. Jupp. Genau. Und übergebe den Controller an Alex. Alex. Oh, Chunkys Tipp ist das, ne? Statt ein paar Münzen solltest du lieber Chunky in den Brunnen fallen lassen. Jo. Chunky in den Brunnen. Habe ich mir gemerkt. In den Brunnen. Wollen wir uns das irgendwo aufschreiben? Weil wir das sonst eh wieder vergessen. Ich glaube, ich merke mir einfach die beiden für meine Leute und du die beiden für deine Leute und Chunky schaffen wir zusammen.
Also Chunky in den Brunnen. Okay. Und Donkey? Was? Ich schreibe mir das doch auf. Es ist ja wohl eine Parodie auf das, was ich gerade gesagt habe. Kann doch nicht sein hier. Laber nicht. Oh, genau. Schreib mal mit, also 21.132 ist eine Zahl, die Donkey Kong nützlich sein könnte. Okay. Okay, Chunky in den Brunnen, falls du das auch noch mitschreiben wollt. Chunky in den Brunnen. Jo, hab ich. Vor allen Dingen für dich leicht gesagt, ne? Deine beiden Charaktere. Für Didi gibt's leider keine Bananen. Nein. Mach mit Didi eine luftige Reise zur Spitze des Riesenpilzes. Okay. Didi auf den Riesenpilz. Genau. Na. Dann kommt hier unsere coole weibliche Begleiterin. Die braucht nämlich auch noch einen Tipp. Nur mit Chunkys Hilfe kann Kleiny Tiny bei Nacht in die Scheune gelangen. Okay. Kleiny Tiny muss also in die Scheune. Ja! Mann, das ist voll anstrengend. Kein Bock mehr hier. Ja, ist auch der letzte Tipp jetzt hier. In einem der Räume in der Spitze des Riesenpilzes erhält Lanky durch die Bananenfarben einen Hinweis. Aha, gibt's wieder so ein Furzrätsel mit Lanky. Hatten wir ja schon mal. Ah. Mega die Idee. Ja, aber du mega die Idee? Nein, nein, das war nur Spaß. Kann ich mir auch nicht vorstellen, nein. Entschuldigung. Was denn? Was kommt jetzt? Ein Mario. Oha. Richtig die Ausrasterattacke. Und es funktioniert! Bam! Was ist das? Keine Ahnung. Hey, Donkey! Das ist eine Spezialmünze. Sie bringt jedem Kong 5 normale Münzen ein. Abgefahren. Alles 5 normale für jeden. Ja, coole Sache, ne? Boah. Wissen wir also auch, wie man diese Erdflecken wettmacht? Wodurch kam denn die Eingebung? Naja, ich habe gerade mit Donkey diese Attacken gemacht und er hat sie auf die Erde gehauen. Und mir war die ganze Zeit so, als müsste man auf die Erde hauen, damit die Erde kaputt geht. Deswegen habe ich das direkt mal an dem Fleckchen draußen probiert. Mensch. Ja, dann. Gut. Ab ins nächste Level. Mal sehen, was diese pelzigen Primaten vorhaben. Wie weit sind sie denn? Hä? Kein Kong weit und breit. Wo sind sie hin? Hinter mir? Neben mir? Vor mir? Oh, das war Lanky. Wer war das? Juhu, fangt mich doch, ihr Witzfiguren. Was macht er denn da für eine coole Scheiße? Jetzt muss der noch schwindelig werden. Du, nach oben, ihm nach. Aber ich kann nicht klettern. Dann wirst du es jetzt lernen, kapiert? Und tschüss. Bin ich denn nur von Unfähigkeit umgeben? Der Wunderwald! Oh, ich habe schon den Dreierschalter gesehen. Tja, wir sneak peeken hier noch einmal rein. Aha, der Riesenpilz hat sogar irgendwie so ein Pendel da hängen. Da oben ist ein Wechselfass oder sowas. Das sieht nach einem sehr lustigen Level aus. Ja. Auf jeden Fall schön bunt. Es hat auf jeden Fall schon die Farben, als hätten wir Pilze gefuttert.
Ja, aber wir schauen uns den Rest erst in der nächsten Folge an. Jupp. Bis dahin. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.